Hallo und herzlich willkommen in meiner Küche. So, bei mir gibt es Spinatquiche. Ich habe so viel Spinat gekauft, deswegen gibt es dann jetzt 3 Tage Spinat. Heute gab es dann schon Gorgonzola mit Spinat. Und jetzt gibt es dann eine Quiche. Also machen wir das mit kleinen Tomaten, aber wir haben jetzt nur die größeren gekriegt. Lauchzwiebeln, Feta, Eier, Knoblauch. Die Förmchen, die gab es letztens, ich glaube, im Lidl. Bin mir jetzt aber nicht sicher. Mehl, Butter, gut salzen. Und dann bereite ich jetzt mal den Teig vor. Und das Gemüse klein schnippeln. So, der Teig, den habe ich jetzt nicht extra ausgerollt, sondern hier so schön verteilt. Mit der Übung, das geht dann ziemlich gut. Wenn man es ausrollt, der muss dann ganz dünn sein. Dann, aber ja, so ist es dann auch gut. So, dann wird der Spinat vorgekocht. Den bereite ich jetzt vor. Dazu den Spinat waschen und handverlesen. Es kann immer mal wieder sein, dass hier Unkraut mitkommt. In kleine Mengen, aber ja, ich mag das halt nicht. Dazu wird er dann gekocht, dass es gerade zusammenfällt. Das reicht eigentlich schon. Den abtropfen lassen und ein bisschen beiseite stellen, bis er wieder weiterverarbeitet wird. Oh, er ist beschlickt. So. Und der Spinat, dann tun wir die Quiche dann erstmal zur Seite stellen. Dann wird 1/3 von dem Käse hier rein. Ihr habt natürlich die Gabel vergessen, musst jetzt kurz eine holen. Die wird zerdrückt. Dann 2 Eier rein. Salzen, Pfeffern und die Zutaten, wo ich schon mal vorbereitet, außer die Tomaten, auch dazugeben und verrühren. So, und noch ein klein bisschen Muskatnuss, salzen, Pfeffern. Salz kommt nicht so viel. Muss ich gucken, ja, das reicht schon. Okay, gut verrühren. Gibst du mal die Schüssel? Ja. So, jetzt kommt der Spinat. Oh. Oha. Es riecht fuck. Was wird das? Eine Spinatquiche. Spinatkuchen. So. Gut vermengen und dann, wo kommt es dann rein, Erik? Da rein. Genau. Das kommt dann da rein. Okay. So, das ist hier verteilt in der Form. Jetzt kommen die Tomatenscheiben drauf. Der restliche Feta-Block wird zerbröselt. Und hier habe ich hier noch Ziegenkäserolle gefunden. Das kommt dann auch noch oben drüber. Und das kommt dann in den Ofen.
So, jetzt Müller in den Ofen damit. Oh, das sieht ja gut aus. Und so, der Fisch ist jetzt fertig. Oh, riecht schon mal gut, gell? Sieht aus wie eine Pizza. So. Das ist Gemüsekuchen. Oh, super lecker. Okay, den Kindern verkaufen sie erst als Pizza. Dann essen sie auch Gemüse. Genau. Bisschen Pfeffer drüber. Dann mal ein bisschen Pfeffer drüber. Und einen guten Appetit. Viel Spaß beim Nachmachen. Abonnieren nicht vergessen. Oh, der Ziegenkäse duftet. Ja, okay. Lecker. Tschüss. Tschüss.